Sommer. Zwanzig Jahre später. Ich komme. Na, wie war dein Morgen? Auch ein? Nein, für mich nicht. Ich habe interessante Neuigkeiten für dich. Wo warst du, Tess? West End Bezirk. Hey, wir hatten eine Lieferung. Wir hatten eine Lieferung. Tja, du wolltest deine Ruhe, weißt du noch? Dann lass mich mal raten. Es lief total schief und der Kunde hat unsere Pellen. Kommt das in etwa so hin? Es lief alles wie geplant. Die Lebensmittelkarten werden locker für Monate reichen. Und was ist das da? Ich war schon auf dem Rückweg, als mich plötzlich zwei Arschlöcher angegriffen haben, okay? Ja, die beiden haben mich überrascht, aber... keine große Sache. Gib mir das. Leben die Arschlöcher noch? Sehr lustig. Weißt du wenigstens, wer es war? Ja, das waren einfach nur zwei Arschlöcher. Sie sind egal. Was nicht egal ist, ist, dass Robert diese Penner geschickt hat. Unser Robert? Er weiß, dass wir ihn suchen. Er versucht einfach, uns zuvorzukommen. Mistkerl, er ist schlau. Nein. Er ist nicht schlau genug. Ich weiß, wo er sich versteckt. Natürlich weißt du das. Im Lagerhaus in Area 5. Doch wer weiß, wie lange noch. Na, dann gehen wir doch gleich, okay? Von mir aus gern. Eine kleine Stippvisite machen. Bei Let's Play The Last of Us und einer neuen Episode. Und ich muss ja wirklich sagen, das Spiel ist einfach nur klasse. Der Auftakt war schon super gemacht. Und ich freue mich auf die weiteren Stunden mit euch. Kontrollpunkt 5 ist noch offen. Nur ein paar Stunden bis zur Sperrstunde. Dann sollten wir uns beeilen. Was, ist das dein Ernst? Heute kam diese scheiß Aufforderung. Ich wurde für den Arbeitsdienst ausgewählt. So ein scheiß Soldat. Suche das Feuer. Freiheit. Ich glaube, die haben sich hier so eine Art Bastion jetzt 20 Jahre später aufgebaut. Denn wir befinden uns ja jetzt hier sozusagen in der Gegenwart. Alle Einwohner müssen stets in der Lage sein, sich aufzuweisen. Anweisungen der städtischen Beamten ist Folge zu leisten. Sieh mal da. Es gibt noch keine Lebensmittel. Es wird wohl wieder knapp. Na toll, dann bringen ja auch die Lebensmittelkarten viel. Die warten da vorne. Auf dem Boden! Hey, okay, Scheiße! Knacke runter! Ich hab nichts Falsches gemacht! Hände hoch, verdammt nochmal! Mach schon! Gut, scan sie! Warte mal! Das schauen wir uns näher an, was die Jungs da vorhaben. Scannen nach Infektion und berichten dann hin wahrscheinlich. Denke ich mal, irgendwie sowas wird's sein. Das ist ja auch cool gemacht, die ganzen Aktionen hier nebenbei. Nein. Ich bin nicht infiziert! Oh Gott. Das ist falsch! Bitte! Augen nach vorne. Was ist das? Irgendein Gift oder so? Erledigt. Scheiße! Verdammte Scheiße! Halt's Maul! Du kannst froh sein. Das passiert, wenn man sich im Abbruchhaus versteckt. Ruf die Putzkolonne! Okay, wir gehen lieber weiter. Anscheinend gibt's immer mehr Infizierte. Und umso mehr, die sich wegschleichen. Naja, irgendwie ist es ja auch nur zur Sicherheit der Allgemeinheit. Das ist halt ein zweischneidiges Schwert, ne? Die Infizierten dann hinzurichten. Vielleicht sollte man sie ausschließen. Ach, das ist absolut übel. Wir wurden gelindert. Ich habe uns Papiere besorgt. Die sollten uns keinen Ärger machen. Bleib einfach cool. Weiterfahren.
Okay. Hier kann man sich auf jeden Fall super viel anschauen. Da vorne geht auch noch irgendwas ab. Hier ist so ein Jeep mit Geschütz. Zum Glück. Das könnte einiges retten und wir gehen jetzt mal durch die Kontrolle scheinbar. Ausweise bitte. Bitte schön. Was wollt ihr hier? Ich habe heute frei. Besuche einen Freund. In Ordnung. Geht weiter. Danke. Boah, Eier, hab ich mich erschreckt. Du schließt es! Firefly! Scheiße! Ach du Kacke, was ist los? Komm schon! Verdammte Fireflies! Was ist da passiert und wer sind die Fireflies, die Feuerfliegen? Checkpoint 5 ist bis auf Weiteres geschlossen. Alle Zivilisten müssen den Bereich sofort verlassen. So viel zum einfachen Weg. Verarzte dich, okay? Medikit. Verarzte deine Wunden mit einem Medikit. Du brauchst Zeit, um ein Medikit zu benutzen. Halte dich an einem sicheren Ort auf. Rüste das Medikit mit, ja, Steuerkreuz nach oben aus und halte dann R1 gedrückt, um zu verbinden. Das Spiel, werdet ihr sicherlich schon bemerkt haben, gibt's nur für die PlayStation 3. So, das Medikit ausgewählt und jetzt soll ich mich hier verbinden mit R1. Sie werden alle Checkpoints schließen. Wir werden außen rumgehen müssen. Hinter der Mauer? Oder wir lassen Robert in Ruhe? Toll. Mathis, hast du es mitgekriegt? Ich war da. Hey, wie sieht's am Osttunnel aus? Er ist frei. Bin gerade durch. Keine Patrouille. Was habt ihr vor? Wir wollen Robert besuchen. Ihr auch? Wer will denn sonst noch zu ihm? Marlene? Sie hat nach ihm gefragt. Sie sucht nach ihm. Marlene? Was wollen die Fireflies denn von Robert? Als ob sie mir das sagt. Tja, was hast du ihr gesagt? Die Wahrheit. Ich habe keine Ahnung, wo er steckt. Sehr schön. Hey, halt die Ohren steif, okay? Das Militär wird bald überall sein. Ja, dann bis bald. Mach's gut, Alter. Hat mich sehr gefreut. Marlene sucht nach Robert? Was hältst du davon? Gefällt mir nicht. Wir sollten ihn vor den Fireflies finden. Okay. Wer auch immer Marlene ist, wahrscheinlich das Oberhaupt der Fireflies oder so. Könnte sein. Hier haben sich auf jeden Fall eigene Fraktionen gebildet im Spiel. Dran. Hey Leute, wie sieht's aus? Es braut sich was zusammen. Und wie sieht's hier aus? Ah, alles ruhig. Keinerlei Militär oder Infizierte. Das hört man doch gern. Ja, bei dem Spiel bin ich auch ein bisschen stiller. Joel, hilf mir mal damit. Weil ich ja auch nicht die ganzen Kommentare hier unterbrechen will von den NPCs. Das ist halt auch sehr storylastig, deswegen würde eine Facecam hier auch nur stören irgendwie. Das lassen wir alles mal so, wie es ist. Oh Gott, das ist schlimm. Sie sollten darauf achten, was sie wegwerfen. Es werde Licht. Na, immerhin. War verdammt dunkel hier unten gerade. Ich dachte schon. Die Steuerung ähnlich wie bei Uncharted. Kein Wunder. Es ist ja auch von den Machern von Uncharted, unsere das Spiel. Unsere Rucksäcke sind noch hier. Auch wenn es völlig andere Wege geht. Gut, was haben wir denn hier Schönes? 20 Jahre nach den Ereignissen. Nicht mehr viele Kugeln. Tja, du musst gut zielen. Okay, und jetzt begeben wir uns auf die Suche nach Robert. Drücke zum Nachladen R1, während du nicht zielst. Okay, Cowboy. Hilf mir hoch. Aber sicher doch, liebe Tess. Hallo, junge Frau. Wie kann ich dir helfen? Wo will die denn hoch? Da vorne? Okay. Machen wir mal die gute alte Räuberleiter. Ja, Ma'am. Es wäre nett, wenn du, Na los. Danke. Oh Mann. Oh, die ist kräftig. Ja.
Die lebt schon was länger mit den Infizierten. Und dem Problem dieser momentanen Gesellschaft, dieser Situation, dieser Gegenwart. Geh weiter. Die schlimmer kaum sein könnte. Okay. Vorsichtig. Bin ich das nicht immer? Ist das eine Fangfrage? So, wir sind jetzt auf jeden Fall draußen und nicht mehr in diesem Schutzbereich oder ähnlichem. Wir nehmen einfach mal die andere Tür. Oh, Backe. Hier könnten natürlich überall Kreaturen lauern. Wir sollen vorsichtig sein, sagt Joel. Und unsere gute Freundin ist das doch immer. Angeblich. Wo ist die Leiter? Die muss hier ja irgendwo sein. Sollen wir jetzt erstmal die Leiter finden, um da hochzukommen? Genau das kann ich euch verraten. Es geht hier nicht nur um stupides Ballern in dem Spiel. Das Spiel hat auch sehr, sehr viele Rätsel, sehr, sehr viele funktionale Rätsel, sage ich mal, wo wir eine Leiter finden müssen oder ähnliches. Was sagt sie da vorne? Aha, das ist ein kleiner Hinweis von ihr. Sehr praktisch, und da vorne liegt die Leiter. Hab sie! So, und die können wir jetzt benutzen, um da vorne rüber zu klettern. Ich werde das Tutorial jetzt nicht ansehen, weil ich finde, sowas nagt spontan an diesem Spielspaß, den wir hier haben. So, können wir die Leiter hier anstellen? Ja, komm, das geht doch. Jetzt habe ich sie hingelegt natürlich, aber... Ach komm, ich muss sie kurz mal ablegen, die war so schwer. So, kein Problem, oder? So, jetzt können wir die hier platzieren und dann können wir da hoch. First. Lady. Du musst mich wohl verwechseln. Alles ist relativ. Hier lang. Hier sieht es aber richtig schön aus. Wurde jetzt kürzlich renoviert. Das scheint mal eine geile Hütte gewesen zu sein. Mit eigenem Billardtisch. Der Fernseher auch nicht übel. Coole Bilder an der Wand. Eine schöne Couch. Vielleicht gibt es hier natürlich. Wir sollten uns immer genau umschauen. Damit ich nicht so viel übersehe. Denn es kann gut sein, dass es hier überall wichtige Utensilien gibt, die uns das Überleben deutlich erleichtern. Hier in der Welt von The Last of Us. Und da haben wir doch schon mal was. Was ist das denn? Oh, das wollte ich gar nicht. Ich wollte die natürlich aufheben und nicht schlagen. Aber mal so einen Schlag in die Luft zum Training ist auch nicht verkehrt. Man kann ja nie wissen in dieser Welt. So, die will da runter, aber wir schauen uns vielleicht erstmal hier um. Was ist das denn, Alter? Das ist ein vergammeltes Kissen. Ich dachte, das wäre ein toter Hund aus der Ferne oder so. Finde ich cool, dass das den Überzug so halb rübergezogen hat. Die Matratzen schon extrem gammelig. Hier haben irgendwelche Leute ums Überleben gekämpft. Bill und David waren hier. Amanda. Shut the fuck up, asshole. Stand da vorne an der Wand. Clean up your shirt. Ja, die haben die Wände voll bemalt. Was gibt's hier? Ein Firefly-Anhänger. Okay, das haben wir ja schon gemerkt. Firefly ist irgendwie eine Gruppierung, die Gruppierung angreift, mit der wir scheinbar sympathisieren. Vielleicht die Regierung, die Soldaten. Ich jetzt weiß es runter. Noch nicht. Okay, da hoch kommen wir nicht. Alter, es geht aber ganz schön steil bergab hier. Ob Robert unsere Waffen noch hat? Um seinetwillen, hoffe ich's. Na, wenn wir unsere Waren erst haben, werden wir sie auch schnell los. Wo wir von Waren reden, wann kommt was Neues rein? Wir treffen Bill nächsten Monat. Mehr Pillen, viel Munition. Vermutlich. Warte! Sporen! Okay, das bedeutet also Gasmaske an. Denn Pilze sind dafür verantwortlich, dass die Leute infiziert wurden. Und die haben sich über die Ameisen verbreitet. Und Ameisen gibt es bekanntlich relativ viele und fast überall. Wo zur Hölle kommen die her? Bisher war es hier sauber. Die kommen irgendwo raus. Pass auf. Oh, was haben wir denn da vorne? Da liegt ja der Grund. Die Leiche ist nicht alt. Wir müssen wirklich wachsam bleiben. Oh Mann, das bedeutet, wir werden wahrscheinlich gleich irgendwie überfallen, oder was? Da freue ich mich ja schon besonders drauf. Was haben wir hier? Irgendein Holzbrett. Wir sollten durchpassen. Komm schon. Oh, alles Scheiße. Okay? Ja, die verdammte Decke kommt runter. Pass auf. Naja, wir haben ja auch die Stabilisierung genommen. Hier lang. Oh Mann.
Ich habe kein gutes Gefühl bei der Sache. Scheiße! Pass auf, pass auf! Helft mir! Meine Maske ist kaputt! Ich will mich nicht verwandeln. Bitte. Was willst du jetzt tun? Oh mein Gott. Ich soll den erschießen, weil das kriegen wir nicht hoch, wahrscheinlich nicht mehr zu zweit. Jetzt soll ich den wirklich umbringen? Alter. Okay. Dann müssen wir es wohl oder übel tun. Lieber als sich zu verwandeln. Gehen wir. Der arme Kerl. Ruhe in Frieden. Boah, ist schon heftig. Das Spiel ist schon extremst entscheidungsabverlangt, wie Walking Dead beispielsweise auch oder Heavy Rain, die ich ja nur hier als beispielsweise immer anführen kann. Hat auf jeden Fall was vom Walking Dead Spiel und da müssen wir eh noch ein bisschen warten, bis das erscheint. Zumindest zum Zeitpunkt, wo ich dieses Spiel hier gerade aufnehme. Oh, Backe. Hier geht's irgendwie weiter. Man sieht kaum was. Hier in diesem Nebel. Aber irgendwo müsste es doch einen Ausgang geben oder einen Hinweis. Glücklicherweise hat unsere Kollegin eine Taschenlampe dabei. Hier müssen wir mal den Kopf einziehen, aber da geht's weiter. Wow. Was ist das? Da hat wohl jemand Asthma. Oh Gott. Der Lauschmodus, das ist ja interessant. Das werde ich bestimmt vergessen. Schleiche dich von hinten an den Infizierten heran und greife ihn dann mit Dreieck an. Oh, Backe. Okay, langsam, Sarazar. Vorsicht jetzt! Oh mein Gott. Und da vorne sind noch mehr. Nochmal lauschen, oder was? Zwei Stück. Wie können wir die jetzt erledigen? Mit der Knarre? Aber die Munition ist knapp. Vielleicht können wir uns da auch vorbeischleichen. Boah, Alter! Hilfe! Boah, Junge, Junge! Meine Fresse! Wie heftig. Okay, das waren alle. Boah, die hatten ja gut was aus. Hoffentlich. Ich hätte mich wahrscheinlich auch anschleichen können, die erledigen können, während sie fressen, aber... Das war wohl nicht der Weg, der für diese Folge zumindest bestimmt war. Und ich bin ganz schön gespannt, wie es in der nächsten Episode weitergehen wird, liebe Freunde, bei Let's Play The Last of Us. Was für ein Kampf bei dieser Folge von Let's Play The Last of Us nochmal am Ende. Ich muss ja sagen, das Spiel hat eine unglaublich geile Atmosphäre. Ich bin überaus gespannt, wie es weitergehen wird und ihr hoffentlich auch. Wir sehen uns